komm aus der Stadt mit. Wenn die Kölner Haie in der Lanxess Arena spielen, ist die Halle ausverkauft. Normalerweise. Klar, der achtfache deutsche Eishockeymeister hat jede Menge Fans, die ihn bedingungslos unterstützen. Im Moment haben die Haie allerdings so wenig Zuschauer wie sonst nur der Wendler. Schlecht für die Stimmung und fürs Portemonnaie. Aber Haie-Geschäftsführer Philipp Walter hatte eine Idee, wie zumindest ein bisschen was reinkommt. Er hat, und das stimmt wirklich, einen privaten Sporttalk mit RTL-Moderatorin und Haie-Fan Laura von Torra meistbietend versteigert. Verstehen Sie Spaß, hat außer Konkurrenz mitgeboten und den Zuschlag bekommen. Natürlich weiß sie nichts davon. Echt nochmal von ganzem Herzen vielen Dank. Das wird ein ganz entspannter Abend. Da werden wir ein bisschen über Sport reden, über Fußball, über Eishockey. Cool, ja, wie gesagt, ich drücke euch für alles die Daumen. Das ist echt ein Herzensprojekt. Ja, also sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern macht auch unser Lockvogel mit. Ein angeblicher potenzieller Sponsor der Haie. Den könnten sie gut gebrauchen. Und er spielt den Chef, Lockvogel Bernd. IT-Unternehmer, Multimillionär und Single. Hallo. Wow, das sieht ja toll aus. Herzlich willkommen. Das ist ja irre. Ihr habt ja aufgefahren hier, Philipp. Mein Freund, könntest du vielleicht ein bisschen um die Getränke kümmern oder sowas? Dann haben wir ein bisschen. Kann ich machen. Fantastisch. Sind wir hier zu, haben wir Dinner for Two, oder? Passt eher zu Volleyball, denn Bernd will baggern. Freut mich. Ja, mich auch. Ganz toll. Hi. Hallo. Ja. Oh, ich bin ein bisschen kribbelig. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so oft auf Dates. Also eigentlich auf Dates? Auf Dates? Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt in einem... Wie Blind Date ist das, ne? Ja, genau. Ja. Auf Dating war sie nicht eingestellt und ob Bernd ihr Typ ist, kann sie auch noch nicht beurteilen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also lieber Dinner mit Anstandswauwau. Super. Philipp, sollen wir dir den Stuhl hier noch ranstellen? Nee. Ja, das ist schon in Ordnung. Wir wollen erstmal ein bisschen zu zweit vielleicht. Wenn du ein bisschen draußen schaust auch oder so, ob alles passt. Ich guck mal nach dem Essen. Du kommst auch mal. Ja, ich komm schon mal wieder. Laura greift zum Handy, zu einer Notlüge. Schreibt meinem Mann gerade kurz, dass ich gut angekommen bin. Nein, das tut sie nicht. Sie schreibt ihrem Manager. Und zwar das hier. Schreibt dem Philipp mal, der soll unbedingt schnell wiederkommen. Der soll mich bloß nicht allein lassen. Aber sie bleibt allein, denn ihr Manager ist heute mein Komplize. Also, Laura, es ist so... Darf ich ganz ehrlich sein, warum ich dich ersteigert habe? Ja. Ich habe dich eigentlich jetzt so als dich als Frau, als Person ersteigert. Ja, genau. Ja, doch. Um dass man sich austauscht und dass wir, wenn du Fußballfragen hast oder... Nee. Kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus will? Ehrlich gesagt, nein. Nee? Naja, es gibt doch nur drei Möglichkeiten. Bayern, Dortmund oder... Verstanden, also es geht um die Liebe. Ich spiele es hier gerade, das ist wirklich so. FC Liebe? In welcher Liga spielen die denn? Oh ja, wenn du dir vorstellst, du hast so ein klingt ein bisschen kitschig, aber das Schloss, da sind wir gerade und darauf reite ich gerade zu, um das Fräulein zu erobern. Na hoffentlich nicht das Fräulein Laura. Das Fräulein heißt Julia. Boah, danke Papa, dass du mich Laura genannt hast. Okay, jetzt bin ich ein bisschen erleichtert, um ehrlich zu sein. Hast du gedacht, ich bagger dich an? Ja, nicht böse gemeint, komm. Während weil ich erst dachte, du willst mir jetzt hier gleich einen Heiratsantrag machen. Nee. Also du bist eine tolle Frau, überhaupt nicht mein Typ. So. Ach komm, da helfe ich dir von Herzen gern. Danke, Laura. Also folgendes. Und denkt auch, wir machen hier Fußball-Talk. Julia ist ein Riesenfan von dir. Mhm. Und ich habe ihr erzählt, dass wir uns seit Jahren kennen. Okay. Schau, ich zeig dir was und zwar. Ja. Hab das anfertigen lassen. Solche Sachen kennen. Darf ich vorstellen? Links Foto, rechts Shop. Wenn. Wo hast du denn die Fotos her? Naja, das eine bin ich. Ja, aber die von mir. Ja gut, du bist jetzt nicht die am seltensten fotografierte Person, würde ich behaupten. Da habe ich mir erlaubt. Ist aber nicht erlaubt. Aber gut, es geht ja um eine gute Sache. Ich habe meine Kontaktlinsen noch nicht drin, aber. Ja, vielleicht habe ich das irgendwann mal gepostet, kann sein. Und jetzt wäre halt die Idee oder die Bitte, dass du vielleicht behaupten könntest, dass wir uns schon lang kennen. Okay, und wo haben wir uns kennengelernt? Kitzbühel. Kitzbühel, ja, okay. Kein Problem. Weißt du schon, wie du es machen willst oder kann ich irgendwie helfen? Na klar, Flirt-Profi Laura soll den Date-Doktor geben. Zum Beispiel, was das Styling angeht. Aus... Soll ich da mal reinschlüpfen? Ja.
Klar? Bernd schlüpft rein und Laura packt aus. Krass, oh, was das kannst du der krasseste Macker sein, ja, an der New Yorker Börse und kriegst nicht geschissen, einen Heiratsantrag zu machen. Das kennt Laura. Nach dem dritten Outfit ist klar. Nee, das erste war besser. Das erste it is, ja. Oh. Bernd braucht noch mehr Beratung. Okay. Bist du bereit? Ja. Liebe Julia, habe ich geschrieben. Bernd ist wirklich ein toller Typ. Und er hat dieses wunderschöne Gedicht geschrieben. Das ist der Topstar hier bei den Haien. Ja, ja. Genau, Haie-Kapitän Moritz Müller. Oh Julia, du bist meines Daseins höchster Wert. Du bist alles, was meine Fantasie begehrt. Oh Julia, du warst so lange so weit entfernt. Doch jetzt bin ich da. Dein Romeo. Dein Bernd. Oh Gott, Bernd, das gibt's ja nicht. Oh, du bist alles, schön, was meine Fantasie begehrt. Findest du gut? Ist das denn so für dich? Ja, klar. Ja, dann finde ich es wunderschön. Ich habe noch mehr vorbereitet. Noch mehr? Jo. So da unten dann bitte die Garde. Einfach mal zum Testlauf. Rein bitte. Willkommen zu Heiratsantrag on Ice, das bei so viel Herz sicher gleich schmilzt. Das ist schon sehr kitschig, aber es ist auch sehr schön. Findest du? Ja. Ist zu viel? Nee, aber es ist auch... Ich schicke dich sofort nach Hause. Oh, nein, es ist schön, es ist schön. Oh, ich bin so gespannt, was sie sagen wird. Findest du es kitschig jetzt? Nein. Sie findet es kitschig. Ich habe gesagt, passt ein bisschen kitschig. Mädels, ihr wart super. Ja, bleibt mal unten stehen und wartet. Bis gleich. Ich melde mich gleich. Würdest du was singen? Das wäre der Oberknaller. Bitte, das wäre der Oberknaller. Ich kann nicht singen. Nein, ernsthaft. Oh, das wäre der Wahnsinn. Ich kann nicht bitte, singen. Bitte. Okay, aber es darf niemals hier... Gut, du hast eh nicht vor, das irgendwo zu veröffentlichen, deinen Heiratsantrag, oder? Nee, nur im Fernsehen. Habt ihr ein gemeinsames Lied? Nee. Nicht? Noch nicht mal, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Habt ihr eine Hymne? Die Haie-Hymne, ja. Und wie geht die Haie-Hymne? Wie geht denn die Hymne? Wir halten zusammen, K.E.C. K.E.C. Wir kämpfen zusammen, K.E.C. So? Super. Und dann kann sie ja vielleicht mitmachen. Ich hoffe, ihr macht 10 Jahre hier Sportsponsoring, wenn ich hier einen für euch wegsinge. Und wenn ich einen von euch Idioten hier mit dem Handy sehe, dann raste ich aus. Nein, dafür haben wir geschultes Fachpersonal. Und das hält weiter drauf. Vor allem, weil gleich Julia kommt. 6 Augen sozusagen. Wenn ich aufgeregt bin, ab und zu habe ich ein bisschen Verdauungsdinger. Ich muss ganz kurz weg. Okay. Bernd geht für kleine Lockvögel und Laura erinnert viel an ihre Lieblingssendung. Das ist ja fast schon wie hier nur die Liebe zählt, ne? Dann machen wir hier schön den Kai Flaube für den heute. Ja, wir können eigentlich nur machen, dass der heute halt einen unvergesslichen Tag hat. Und hoffentlich die Alte auch mitspielt. Naja, so alt ist sie noch gar nicht. Aber mitspielen, das tut sie schon. Bernds Julia. Überraschung! Oh mein Gott! Und Tom! Ja, hi! Ich will nichts sagen, wir warten mal auf den Bernd. Da ist er. Wie siehst du denn aus? Gefällt's dir? Also langsam sollten wir den Stylisten zulegen. Das ging schon mal in die von Laura persönlich ausgesuchte Hose. Dankeschön. Wir passen doch gut zusammen, oder? So. Mhm. Oder? Wo sind eigentlich die Haie? Ich dachte, die laufen extra für mich auf. Nee, das habe ich jetzt nicht. Also das ist schon sehr bedauerlich. Da fahre ich extra hierher und dann sind nicht mal die Haie da. Aber wir haben noch ein Lied vorbereitet. Ja, wir können genau. Das Haie-Lied, das kennst du doch bestimmt auch. Philipp, zum mal an. K.E.C. Wir kämpfen zusammen, K.E.C. Gott sei Dank bin ich Fan von dir. Einen kleinen Moment bitte, ich muss mal kurz, ich bin so aufgeregt. Ich gehe jetzt halt noch schnell eine rauchen und würde dann wieder kommen, ja? Okay, ich komme mit, oder? Ja, bitte. Ja. Mach mal, Laura bleibt lieber da, wo sie ist. Das wird jetzt langsam echt crazy, ne? Wenn die das gleich sieht, die knallt dem eine.
ist so ein süßer Typ, der Bernd. Aber wir können uns da jetzt auch nicht einmischen. Das geht uns nichts an. Ja, aber du musst dich einmischen. Ich meine, du hast das gleiche Gefühl wie ich. Ja, aber den was können soll ich wir da jetzt machen? Ja, aber der vertraut dir doch. Wenn du ihn, der sucht seine Unterhosen aus und du sagst, zieh die rote an. Hat der wirklich gemacht? Nein. Deshalb, du, ich finde, du musst mit ihm sprechen. Die passt doch nicht zu ihm. Ich finde, das geht uns nichts an und es tut mir auch, ich kann mit ihr vielleicht mal sprechen, dass sie ein bisschen netter ist. Zumindest ist Bernd nett und optimistisch. Ach, sie raucht nochmal eine zweite allein. Bist du happy, Bernd? Der läuft doch ganz gut. Heißer Feger, die Julia. Sei mir ehrlich, aber du spürst auch, dass irgendwie... Aber glaubst du, sie passt zu mir? Ja, also wenn du verliebt bist, dann freue ich mich sehr für dich, aber es macht jetzt nicht den Anschein, als wäre da jetzt eine große Magie ihrerseits. Also soll ich mal mit ihr reden? Soll ich... Das wäre super, wenn du das machen würdest. Bernd, ich wünsche dir einen Namen mehr. Das finde ich so süß. Ich hoffe, sie will mich und nicht nur meine Kohle, weißt du? Okay, sehr ehrlich. Ja, ist schwierig. Hey! Julia! Hey, was ist schwierig? Was ist schwierig? Wollen wir mal kurz raus, mal kurz schnacken? Oder ja, klar, gerne. Darf ich mich nehmen? Ja, unbedingt. Ist ja gut. Oh, also, der Bernd ist aber schon sehr verliebt, finde ich. Ne? Ja, Bernd ist sehr eigen. Also ich kann nur sagen, ich habe den Bernd wirklich als mega tollen Typen kennengelernt. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Mist, eine Stunde klingt doof. Sag lieber ja, so flüchtig halt. Ja, so flüchtig halt, ne? Übers Hahnkammrennen. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran genau erinnern. Hahnkammrennen? Ja, das in Kitzbühel, im Stange, da wird man meistens als Promi jedes Jahr eingeladen. Ah, okay. Ich dachte ja anfangs eher Scherz, aber wo habt ihr euch, also wie habt ihr euch kennengelernt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, vorm Hahnkammrennen ist immer im Stange, wird abends die Weißwurstparty. Die Weißwurstparty? Mhm, genau. Und da sind wir uns gar nicht mal vorgestellt worden oder sowas. Die arme Laura lügt das Blaue vom Kitzbühler Himmel herunter. Wir wollen sie nicht länger quälen. Zeit, ihr mal jemanden vorzustellen, nämlich den, der ihr das Ganze eingebrockt hat. Das Essen ist gleich fertig. Ja. Oh mein Gott, es gibt Essen. Auf geht's. Laura, komm bitte, setz dich bitte mit zu uns. Was gibt's jetzt? Vorspeisen. Was Leckeres auf jeden Fall. Bitte. Ah, jetzt, Laura! Wir haben ihn! Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß! Ja! Du hast ja einmal deinen Papa. Und du wolltest das natürlich! Ach, du warst so toll, du hast dich so süß eingesetzt. Ich dachte, du bist die größte Bitch, die rumläuft. Sorry. Tut mir total leid, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ja, es tut dir so leid, Guido. Es war so schön. Wenn euch der Film gefallen hat, ich weiß, es gibt ganz viele... Aua! Verstehen Sie Spaß, Freunde. Ihr könnt unseren YouTube-Kanal abonnieren und das geht da unten. Ich hab deinetwegen jetzt gesungen im Fernsehen. Aber meine Güte. So schön. Naja, es war interessant. Da jetzt fragt Mars Singer nie wieder an, das ist hier klar, ne? Weil ich so scheiße gesungen habe. Aber egal. Der Spaß war es wert. Neben mir ist das Meerschwein. Ja. Hier, nein, da unten links kann man unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und da oben geht's zum nächsten Film. Ja, viel Spaß. Schönen Abend noch. Arschloch. Ah!